Ich begrüße euch recht herzlich zur zweiten Vorlesung der Computergrafikreihe. Heute wollen wir uns mit dem Thema Blending beschäftigen. Blending in OpenGL ist auch allgemein bekannt als die Technik zur Implementierung von Transparenz innerhalb von Objekten. Bei der Transparenz geht es darum, dass Objekte oder Teile davon keine einheitliche Farbe haben, sondern eine Kombination aus den Farben des Objekts selbst und alle anderen Objekte dahinter mit unterschiedlicher Intensität. Ein farbiges Glasfenster ist ein transparentes Objekt. Das Glas hat eine eigene Farbe, aber die resultierende Farbe enthält auch die Farben aller Objekte hinter dem Glas. Daher kommt auch der Name Blending zustande, denn wir mischen oder blenden mehrere Farben von verschiedenen Objekten zu einer einzigen Farbe. Transparenz ermöglicht es uns also, durch Objekte hindurchzusehen. Transparente Objekte können auch vollständig transparent sein, das heißt, sie lassen dann alle Farben durch. Oder teilweise transparent sein, in dem Fall lassen sie Farben durch, zeigen aber auch einen Teil ihrer eigenen Farbe an. Der Grad der Transparenz eines Objekts wird durch den Alpha-Wert seiner Farbe definiert. Der Alpha-Wert ist die vierte Komponente eines Farbvektors, die ihr wahrscheinlich schon oft gesehen habt. In dieser Vorlesung haben wir die vierte Komponente immer bei einem Wert von 1 gehalten, was dem Objekt 0 Transparenz verleiht, während ein Alpha-Wert von 0 dazu führen würde, dass das Objekt vollständig transparent ist. Ein Alpha-Wert von 0,5 sagt uns, dass die Farbe des Objekts zu 50% aus der eigenen Farbe und zu 50% aus den Farben hinter dem Objekt besteht. Die Texturen, die wir bisher verwendet haben, bestanden alle aus drei Farbkomponenten: Rot, Grün und Blau. Aber einige Texturen haben auch einen eingebetteten Alpha-Kanal, der einen Alpha-Wert pro Texel enthält. Dieser Alpha-Wert sagt uns genau, welche Teile der Textur Transparenz haben und um wie viel. Die folgende Fenstertextur hat zum Beispiel einen Alpha-Wert von 0,25 in ihrem Glasteil. Normalerweise wäre sie komplett rot, aber da sie eine zu 75% Transparenz hat, scheint der dahinterliegende Stern orangefarben. Und beachtet auch, dass wir hier einen Alpha-Wert von 0,0 an den Ecken haben bei dem Fenster. Das heißt, dort sehen wir den dahinterliegenden Stern nicht. Kommen wir als nächstes nochmal zu dem Diskarden von Fragments. Das hatten wir bereits schon mal in der ersten Vorlesungsreihe gehabt. Manche Bilder interessieren sich nicht für partielle Transparenz, sondern wollen entweder etwas ganz oder gar nicht zeigen, basierend auf dem Farbwert der Textur. Denkt an eine Grastextur. Um mit wenig Aufwand so etwas wie Gras zu erzeugen, fügt man im Allgemeinen eine Grastextur auf einen 2D-Quad ein und platziert dieses Quad in der Szene. Allerdings ist Gras nicht genau wie ein 2D-Quad geformt, sodass wir nur einige Teile der Grastextur anzeigen und die anderen ignorieren möchten. Die folgende Textur ist genauso eine Textur, die entweder völlig opak, also einen Alpha-Wert von 1 hat, oder völlig transparent, also einen Alpha-Wert von 0 hat. Ihr könnt sehen, dass überall dort, wo kein Gras vorhanden ist, das Bild die Wolke zeigt. Wenn wir also beispielsweise eine Grastextur in die Szene einfügen, wollen wir nicht ein quadratisches Bild mit Gras sehen, sondern nur das tatsächliche Gras. Wir wollen die Fragmente, die die transparenten Teile der Textur zeigen, verwerfen und das Fragment nicht in den Farbbuffer speichern. Bevor wir uns damit beschäftigen, müssen wir zunächst lernen, wie man eine transparente Textur lädt. Um Texturen mit Alpha-Werten zu laden, müssen wir nicht viel ändern. STP-Image lädt automatisch den Alpha-Kanal eines Bildes, wenn er verfügbar ist. Aber wir müssen OpenGL mitteilen, dass unsere Textur jetzt einen Alpha-Kanal in der Texturerzeugungsprozedur verwendet. Also benutzen wir hier GL-RGBA.
stellt außerdem sicher, dass ihr alle vier Farbkomponenten der Textur im Fragment Shader abruft und nicht nur die RGB-Komponenten. Das heißt, hier wurde das dann einfach mal gemacht. Das heißt, vorher hatten wir halt nur die RGB-Werte, das seht ihr an diesem Vec 3, und die vierte Komponente hatten wir auf 1 gesetzt, das sollten wir jetzt auskommentieren und dann die Zeile darunter verwenden, wo wir dann auch wirklich auf den Alpha-Kanal der Textur zugreifen. Jetzt, da wir wissen, wie man transparente Texturen lädt, ist es an der Zeit, dies zu testen, indem wir mehrere dieser Grasblätter in der Basisszene der Vorlesung Depth Testing hinzufügen. Wir erstellen einen kleinen Vektor, indem wir mehrere GLM Vec3 Variablen hinzufügen, um die Position der Grasblätter darzustellen. Also in dem Fall hier der Vektor, und wir definieren uns jetzt verschiedene Vec3 Vektoren mit den entsprechenden Positionen. Die Y-Komponente ist überall auf 0 gesetzt, weil wir wollen nämlich, dass das Gras genau auf dem Boden liegt und nicht in der Luft schwebt. Jedes der Grasobjekte wird als einzelnes Quad gerendert, dem die Grastextur zugewiesen ist. Es ist keine perfekte 3D-Darstellung von Gras, aber es ist viel effizienter als komplexe Modelle zu laden. Mit ein paar Tricks, wie zum Beispiel dem Hinzufügen mehrerer weiterer gedrehter Grasquads an der gleichen Position, können wir dennoch gute Ergebnisse erzielen. Da die Grastextur zu einem Quad-Objekt hinzugefügt wird, müssen wir wieder ein anderes VBO erstellen, das VBO füllen und die entsprechenden Vertex-Attribute setzen. Nachdem wir dann den Boden und die beiden Würfel gezeichnet haben, zeichnen wir im nachfolgenden Code die Grasblätter. Das heißt, wir gehen hier über alle Quads, die wir hinzufügen wollen, verändern halt die Model Matrix und ja, zeichnen das Quad dann dementsprechend. Und wenn wir das dann nun mal ausführen, sehen wir folgendes Bild. Also wir haben jetzt die Quads und wir haben jetzt halt auch die Grastextur gezeichnet, aber trotzdem sehen wir immer noch den Hintergrund. Und das passiert, weil OpenGL standardmäßig nicht weiß, was es mit den Alpha-Werten machen soll und wann es sie verwerfen soll. Wir müssen also das manuell tun. Glücklicherweise ist das dank der Verwendung von Shadern recht einfach, und GLSL gibt uns den Befehl Discard, der dafür sorgt, dass die Fragmente nicht weiter verarbeitet werden und somit nicht im Farbbuffer landen. Dank dieses Befehls können wir im Fragment Shader überprüfen, ob ein Fragment Shader ein Alpha bekommt oder nicht bekommt. Wir testen also, ob der Alpha-Wert zum Beispiel kleiner als 0,1 ist, und falls dies der Fall ist, verwerfen wir das Fragment einfach. Und das machen wir mit dem Befehl Discard. Und wenn wir diesen Code nun ausführen, dann sehen wir auch die einzelnen Blätter hier an der Stelle. Und hier ist der Hintergrund dann auch wirklich verschwunden. Das heißt, wir können jetzt auch durch die einzelnen Grasblätter hindurch sehen und dann auch den Boden oder die anderen Würfel erkennen. Beachtet, dass OpenGL beim Abtasten von Texturen an den Rändern die Randwerte mit dem nächsten Wert der Textur interpoliert. Und das ist so, weil wir das in der Wrapping, weil wir das bei den Wrapping-Parameter auf GLVPeep gesetzt haben. Das ist normalerweise in Ordnung, aber da wir transparente Werte verwenden, bekommt der obere Teil des Texturbildes seinen transparenten Wert, interpoliert mit dem Wert der Volltonfarbe des unteren Randes. Das Ergebnis ist dann ein leicht halbtransparenter, farbiger Rand. Und um dies zu verhindern, setzen wir die Texturmethode einfach auf GL Clamp to Edge, wenn wir Alpha-Texturen verwenden. Im nächsten Schritt wollen wir das Gras etwas realistischer aussehen lassen und drehen dazu das Quad einige Male. Dazu passen wir die Koordinaten des Quads so an, dass die Rotationsachse in der Mitte liegt, also wir das Quad um sich selbst drehen und nicht um irgendeinen Punkt außerhalb.
4 sind dann nun die neuen Koordinaten des Quads aufgelistet. Nun rotieren wir das Quad in dem Beispiel einfach mal 10 Mal und beachtet hier wieder die richtige Reihenfolge der Model Matrix. Ja, das heißt, wir wollen das dann auch erst verschieben und beziehungsweise wenn wir es erst drehen, dann an der richtigen Stelle verschieben. Und wenn wir das andersrum machen, dann kann es halt sein, dass das Quad irgendwo im Raum liegt. Und schon erhalten wir ein schöneres Ergebnis. Diesmal haben wir die Quads auch größer gezeichnet. Das können wir natürlich mit GLM Scale wieder ausgleichen, wie dann unten zu sehen ist. Aber insgesamt erhalten wir so ein etwas realistischeres Bild davon. Kommen wir nochmal zu dem Diskarden von Fragments, beziehungsweise wie wir jetzt nun genau blenden werden. Das Discarding von Fragmenten gibt uns nicht die Flexibilität, halbtransparente Bilder zu rendern. Wir rendern entweder das Fragment oder verwerfen es komplett. Um Bilder mit unterschiedlichen Transparenzgraden zu rendern, müssen wir Blending aktivieren. Wie bei den meisten OpenGL-Funktionen können wir Blending aktivieren, indem wir GLBlend einschalten, also GLEnable und dann GLBlend. Jetzt, wo wir Blending aktiviert haben, müssen wir OpenGL sagen, wie es tatsächlich die Fragmente überblenden soll. Blending in OpenGL wird mit der folgenden Gleichung durchgeführt, also CResult ist gleich CSource mal FSource plus CDestination mal FDestination. Dabei ist CSource der ursprüngliche Farbvektor, also der Farbvektor, der von der Textur ausgeht. CDestination ist der Zielfarbvektor, dies ist also der Farbvektor, der aktuell im Farbbuffer gespeichert ist. FSource ist der Wert des Source-Faktors und legt den Einfluss des Alpha-Wertes auf die ursprüngliche Farbe fest. Und F-Destination ist der Wert des Zielfaktors, legt also die Auswirkung des Alpha-Wertes auf die Zielfarbe fest. Nachdem Fragment Shader und nachdem alle Tests bestanden wurden, wird diese Blending-Gleichung auf die Farbausgabe des Fragments angewendet, und zwar mit dem, was sich gerade im Farbbuffer befindet. Die Quell- und Zielfarben werden automatisch von OpenGL ersetzt, aber der Quell- und Zielfaktor kann auf einen unserer Werte unserer Wahl gesetzt werden. Wir schauen uns dazu mal ein einfaches Beispiel an. Wir haben links ein rotes Quadrat und rechts ein blaues, welches aber eine Transparenz von 0,6 aufweist. Dadurch ist das hier etwas blasser dargestellt. Wir haben also zwei Quadrate, bei denen wir das halbtransparente blaue Quadrat über das rote Quadrat zeichnen wollen. Das rote Quadrat wird die Zielfarbe sein und sollte daher als erstes im Farbbuffer stehen. Und wir wollen nun das blaue Quadrat über das rote Quadrat zeichnen. Das rote Quadrat wird also die Zielfarbe sein. Und wie gesagt, sollte zuerst im Farbbuffer sein. Und nun das blaue Quadrat soll dann über das rote Quadrat gezeichnet werden. Und daraus ergibt sich dann halt die Frage, was ist denn nun die finale Farbe, die sich halt innerhalb dieses Quadrates jetzt befindet? Und es stellt sich ebenso die Frage, auf was stellen wir die Faktorwerte ein und ja, wie ergibt sich dann halt die resultierende Farbe? Nun, wir wollen zumindest das blaue Quadrat mit seinem Alpha-Wert multiplizieren. Also wollen wir den F-Source gleich dem Alpha-Wert des ursprünglichen Farbvektors setzen. Und der ist nun mal 0,6. Die andere Farbe multiplizieren wir mit dem linearisierten Restwert. Wenn das blaue Quadrat 60% zur endgültigen Farbe beiträgt,
soll das rote Quadrat 40% der endgültigen Farbe beitragen. Wir setzen also f Destination gleich 1 minus den Alpha-Wert des ursprünglichen Farbvektors. Also ist das dann halt entsprechend 0,4. Und die Gleichung lautet somit, also der blaue Anteil 0,01 0,6 mal 0,6 plus der rote Anteil 1,001 mal 1 minus 0,6. Und daraus ergibt sich dann 0,4, 0, 0,6 und 0,76 als Alpha-Wert. Und das Ergebnis würde dann so aussehen: Die resultierende Farbe wird dann im Farbbuffer gespeichert und ersetzt die vorherige Farbe. Wie sagt man nun OpenGL eigentlich, dass es solche Faktoren verwenden soll? Dafür gibt es die Funktion glBlendFunk. Die Funktion glBlendFunk erwartet zwei Parameter, die die Option für den Ursprungs- und Zielfaktor festlegt. OpenGL hat eine ganze Reihe von Optionen definiert, von denen ich im Folgenden die gängigsten aufliste. Eine konstante Farbe kann durch den OpenGL-Befehl glBlendColor gesetzt werden. Um das Blending-Ergebnis zu erhalten, was wir zuvor von den beiden Quadraten hatten, wollen wir das Alpha des ursprünglichen Farbvektors für den Quellfaktor und 1 minus Alpha für den Zielfaktor nehmen. Dies lässt sich mit der Blendfunk durch GL Blendfunk, GL Source Alpha und GL 1 minus Source Alpha umsetzen. Also wie gesagt, das erste ist halt, wir behalten den ursprünglichen Alpha-Wert bei. Und beim zweiten sagen wir einfach 1 minus Source Alpha. Und das ist genau das, was wir vorher hatten. Wir hatten den ursprünglichen Alpha-Wert beibehalten. Der war ja 0,6 und dann 1 minus Source Alpha, also 1 minus 0,6. Das ergab ja 0,4 und das hatten wir ja auch verwendet. Und hier sehen wir nochmal eine ganze Reihe von typischen Optionen und was auch dahinter steckt. Es ist auch möglich, mit glBlendFunk Separate unterschiedliche Optionen für den RGB- und den Alpha-Kanal individuell einzustellen. Hier lassen sich die Pixeloperationen für die RGB und Alpha der Quell- und Zielwerte einstellen. Hier noch einmal, wie die Berechnungen dann aussehen würden. C steht hier für die RGB-Werte. Das Ergebnis sind dann die RGB-Werte der Quelle multipliziert mit Source RGB plus die Zielfarbe multipliziert mit Destination RGB und für den Alpha-Kanal dann halt analog. Ja, das heißt, hier SRC RGB ist dann genau der erste Parameter der Funktion. Dest RGB ist dann der zweite Parameter von der Funktion und dementsprechend halt auch für Alpha. Hier sind dann auch die möglichen Argumente sowie die Bedeutung dargestellt. Also ihr könnt ja halt sehen, was ist der Parameter und wie ist denn der entsprechende RGB-Faktor und der Alpha-Faktor. Diese Funktion setzt die RGB-Komponenten so, wie wir sie zuvor gesetzt haben, lässt aber nur die resultierende Alpha-Komponente vom Alpha-Wert der Quelle beeinflussen. Das heißt, wir setzen hier Source Alpha als ersten Parameter und 1 minus Source Alpha für den zweiten Parameter. Das heißt, die RGB-Farben werden genauso beeinflusst wie vorher. Also Source wird mit dem ursprünglichen Alpha-Wert multipliziert und der RGB-Wert des Ziels wird dann also mit 1 minus Alpha Source berechnet. Das sind sozusagen die ersten beiden Parameter dieser Funktion. Und dann für den Alpha-Wert setzen wir als ersten Parameter bzw. als dritten Parameter der gesamten Funktion 1 und als letzten Parameter 0. Das heißt, der resultierende Alpha-Wert ist dann einfach Alpha Source mal 1, weil wir haben ja GL1 benutzt, plus Destination Alpha mal 0, weil wir haben ja GL0 benutzt. OpenGL
gibt uns noch mehr Flexibilität, indem es uns erlaubt, den Operator zwischen dem Quell- und dem Zielteil der Gleichung zu ändern. Im Moment werden die Quell- und Zielkomponenten addiert, aber wir können sie auch subtrahieren, wenn wir wollen. GLBlendEquation erlaubt uns, diese Operation einzustellen und hat dabei 5 mögliche Optionen. Beachte dabei, dass Source und Destination hier bereits für die Ergebnisse aus der Blend-Funktion stehen. Bei Add bzw. Subtract werden die Komponenten einfach addiert oder subtrahiert und Reverse Subtract berechnet Destination minus Source, dreht also die Reihenfolge um. Bei Min und Max wird komponentenweise das Maximum bzw. das Minimum zurückgegeben. Normalerweise können wir den Aufruf von GLBlendEquation einfach weglassen, da GLFunkAdd die bevorzugte Blending-Gleichung für die meisten Operationen ist. Nun wollen wir semi-transparente Texturen darstellen. Nachdem wir nun wissen, wie OpenGL in Bezug auf Blending funktioniert, ist es an der Zeit, unser Wissen auf die Probe zu stellen, indem wir mehrere halbtransparente Fenster hinzufügen. Wir verwenden dieselbe Szene wie zu Beginn der Vorlesung. Anstatt einer Grastextur zu rendern, verwenden wir nun die transparente Fenstertextur vom Anfang, wie ich sie hier auch dargestellt habe. Zunächst aktivieren wir bei der Initialisierung das Blending und setzen die entsprechende Blend-Funktion, also GLSourceAlpha und GL1-SourceAlpha. Da wir Blending aktiviert haben, besteht keine Notwendigkeit, Fragmente zu verwerfen, also setzen wir den Fragment Shader auf seine ursprüngliche Version zurück. Wir geben dem Fragment also einfach nur die Textur zurück und machen nicht mehr. Dieses Mal, immer wenn OpenGL ein Fragment rendert, kombiniert es die Farben des aktuellen Fragments mit den Farben des Fragments, das sich gerade im Farbbuffer befindet, basierend auf dessen Alpha-Wert. Da der Glasteil der Fenstertextur halbtransparent ist, sollten wir beim Blick durch dieses Fenster den Rest der Szene sehen können. Wenn ihr jedoch genauer hinschaut, werdet ihr feststellen, dass etwas nicht stimmt. Die transparenten Teile des vorderen Fensters verdecken die Fenster im Hintergrund. Das heißt, hier können wir direkt durchsehen, aber sehen eigentlich nur den Boden, aber nicht die anderen Fenster. Und warum ist das so? Der Grund dafür ist, dass die Tiefenprüfung in Kombination mit Blending etwas tricky ist. Beim Schreiben in den Tiefenbuffer kümmert sich der Tiefentest nicht darum, ob das Fragment transparent ist oder nicht. Also werden die transparenten Teile wie jeder andere Wert in den Tiefenbuffer geschrieben. Das Ergebnis ist, dass das gesamte Quad des Fensters unabhängig von der Transparenz für die Tiefenprüfung geprüft wird. Auch wenn der transparente Teil die dahinterliegenden Fenster zeigen sollte, werden sie bei der Tiefenprüfung verworfen. Bei dem Bild habe ich die Rendering-Reihenfolge angegeben. Nachdem das Fenster Nummer 3 gezeichnet wurde, wurde dementsprechend der Tiefentest bestanden und erst danach das Blending durchgeführt. Das bedeutet, dass Fenster 4 und 5, die dahinter liegen, den Tiefentest nicht bestehen und damit auch nicht gezeichnet werden. Fenster 4 wird vor 5 gezeichnet, daher ist von dieser Kameraposition die Transparenz korrekt. Deaktivieren des Tiefentests hilft uns, wie wir sehen, auch nicht weiter, weil die Fenster damit hinter den Container gesehen werden. Ja, damit würde zwar das Blending funktionieren, aber wie gesagt, die Fenster müssten eigentlich verdeckt sein von den Containern, aber das sind sie nicht. Das ist also auch nicht möglich, es auf diesen Weg einfach zu deaktivieren. Wir können also nicht einfach die Fenster rendern, wie wir wollen, und erwarten, dass der Tiefenbuffer alle Probleme für uns löst. Hier wird auch das Blending ein wenig unangenehm. Um sicherzustellen, dass alles korrekt gerendert wird, müssen wir zuerst die Fenster im Hintergrund zeichnen. Das bedeutet,
dass wir die Fenster manuell von der entferntesten zur nächstgelegenen sortieren und sie entsprechend selbst zeichnen müssen. Damit das Überblenden für mehrere Objekte funktioniert, müssen wir das am weitesten entfernte Objekt zuerst und das am nächsten liegende Objekt als letztes zeichnen. Die normalen, nicht geblendeten bzw. transparenten Objekte können weiterhin ganz normal über den Tiefenbuffer gezeichnet werden, sodass sie nicht sortiert werden müssen. Wir müssen jedoch sicherstellen, dass diese zuerst gezeichnet werden, bevor wir die sortierten, transparenten Objekte zeichnen. Beim Zeichnen einer Szene mit nicht transparenten und transparenten Objekten geht man in der Regel wie folgt vor. Zuerst zeichnen wir alle undurchsichtigen Objekte. Dann sortieren wir alle transparenten Objekte und am Ende zeichnen wir alle transparenten Objekte in sortierter Reihenfolge. Eine Möglichkeit, die transparenten Objekte zu sortieren, besteht darin, die Entfernung eines Objekts aus der Perspektive des Betrachters zu ermitteln. Dies kann erreicht werden, indem man den Abstand zwischen dem Positionsvektor der Kamera und dem Positionsvektor des Objekts nimmt. Diesen Abstand speichern wir dann zusammen mit dem entsprechenden Positionsvektor in einer Map-Datenstruktur aus der STL-Bibliothek. Eine Map sortiert ihre Werte automatisch nach ihren Keys. Wenn wir also alle Positionen mit ihrem Abstand als Key hinzugefügt haben, werden sie automatisch nach ihrem Abstandswert sortiert. Wir erzeugen also eine Map sorted mit einem Key des Typs Float und des entsprechenden gemappten Typs eines Vec3s. Für jedes Fenster in der Szene berechnen die den Abstand von der Kamera zum Fenster und übergeben die Distanz und die Map sorted mit der Position des Fensters. Das Ergebnis ist ein sortiertes Containerobjekt, das jede der Fensterpositionen basierend auf ihren Abstandsschlüsselwert vom niedrigsten zum höchsten Abstand speichert. Beim Rendern werden dann die einzelnen Werte der Map in umgekehrter Reihenfolge, also von der weitesten zur nächsten Entfernung genommen und die entsprechenden Fenster in der richtigen Reihenfolge gezeichnet. Wir nehmen einen umgekehrten Iterator aus der Map, also Reverse Iterator, um durch jedes der Elemente in umgekehrter Reihenfolge zu iterieren. Wir beginnen also bei den weitesten entfernten Objekten und iterieren bis zum nächstgelegenen Fenster. Mit IP-Second erhalten wir dann die Position, also den Vec 3. Anschließend zeichnen wir das Fenster. Dieses Mal, also immer wenn OpenGL ein Fragment rendert, kombiniert es die Farbe des aktuellen Fragments mit der Farbe des Fragments, das sich gerade im Farbbuffer befindet, basierend auf dessen Alpha-Wert. Da der Glasteil der Fenstertextur halbtransparent ist, sollten wir beim Blick durch dieses Fenster den Rest der Szene sehen können. Und wie ihr seht, sind diesmal die Alpha-Werte korrekt und wir können alle Fenster hinter dem Fenster sehen. Während dieser Ansatz, die Objekte nach ihrem Abstand zu sortieren, für dieses spezielle Szenario gut funktioniert, berücksichtigt es keine Rotation, Skalierung oder andere Transformationen und seltsam geformte Objekte benötigen eine andere Metrik als nur ein Positionsvektor. Das Sortieren von Objekten in der Szene ist ein schwieriges Unterfangen, das stark von der Art der Szene abhängt, ganz zu schweigen von der zusätzlichen Rechenleistung, die es kostet. Das vollständige Rendern einer Szene mit festen und transparenten Objekten ist nicht so einfach. Es gibt fortgeschrittene Techniken, wie zum Beispiel Order Independent Transparency, was jetzt hier den Rahmen sprengen würde. Für den Moment müssen wir aber mit dem normalen Blending der Objekte leben. Aber wenn ihr die Grenzen kennt, könnt ihr immer noch recht anständige Blending-Resultate erhalten.
nächsten Abschnitt kommen wir zu Facecutting. Wenn ihr einen Blick auf den Container werft und die maximale Anzahl der Flächen zählt, die ihr aus jeder Richtung sehen könnt, landet ihr bei 3. Das habe ich dann hier rechts dargestellt. Ihr könnt den Container aus jeder Position und Richtung betrachten, aber ihr würdet nie mehr als 3 Flächen sehen können. Warum sollten wir uns also die Mühe machen, diese anderen 3 Flächen zu zeichnen, die wir nicht einmal sehen können? Wenn wir diese auf irgendeine Weise verwerfen könnten, würden wir 50% der Fragment-Shader-Durchläufe einsparen. Das ist eine gute Idee, aber es gibt ein Problem, das wir lösen müssen. Woher wissen wir, ob eine Fläche eines Objekts vom Standpunkt des Betrachters aus nicht sichtbar ist? Wenn wir uns eine beliebige, geschlossene, konvexe Form vorstellen, hat jede ihrer Flächen 2 Seiten. Jede Seite würde entweder dem Benutzer zugewandt sein oder dem Benutzer den Rücken zuwenden. Was wäre, wenn wir nur die Flächen rendern könnten, die dem Betrachter zugewandt sind? Und das ist genau das, was Facecutting macht. OpenGL prüft alle Flächen, die dem Betrachter zugewandt sind, und rendert diese, während alle anderen Flächen verworfen werden, was uns eine Menge an teuren Fragment-Shader-Aufrufen erspart. Wir müssen OpenGL mitteilen, welche der Flächen, die wir verwenden, tatsächlich die Vorderseiten und welche die Rückseiten sind. OpenGL verwendet dafür einen cleveren Trick, indem es die Winding Order der Vertex-Daten analysiert. Wenn wir eine Menge von Dreiecksecken definieren, definieren wir sie in einer bestimmten Reihenfolge, die entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn ist. Jedes Dreieck besteht aus 3 Punkten und wir geben diese in einer Reihenfolge an, die vom Mittelpunkt des Dreiecks aus gesehen ist. Wie im Bild zu sehen, definieren wir zuerst den Punkt 1 und dann können wir entweder den Punkt 2 oder 3 definieren und diese Wahl definiert die Winding Order des Dreiecks. Also links haben wir die Reihenfolge 1, 2, 3 definiert, das heißt, das wäre jetzt im Uhrzeigersinn und rechts haben wir 1, 3, 2 und das wäre eine Winding Order gegen den Uhrzeigersinn. Im Code könnten wir die Reihenfolge in dem Vertex Array angeben, sofern wir Draw Arrays verwenden, oder wir geben es in den Index Array an, wenn wir Draw Elements benutzen. Also auch hier wieder in den Array können wir V1, V2, V3 angeben. Das heißt, in dem Fall wäre das dann im Uhrzeigersinn 1, 2, 3 oder gegen Uhrzeigersinn, indem wir sagen 1, 3, 2. Und wenn wir Draw Elements benutzen würden, würden wir die Indizes angeben, der Punkt, die in ein Dreieck bilden. Also auch dann hier 0, 1, 2 oder 0, 2, 1. Je nachdem, ob wir mit oder gegen den Uhrzeigersinn das angeben. Jeder Satz von 3 Punkten, die ein Dreiecksprimitiv bilden, enthält so eine Winding Order. OpenGL verwendet diese Information beim Rendern der Primitive, um zu bestimmen, ob ein Dreieck ein nach vorne oder nach hinten gerichtetes Dreieck ist. Standardmäßig werden Dreiecke, dessen Punkte gegen den Uhrzeiger definiert sind, als nach vorne gerichtete Dreiecke verarbeitet. Und wenn ihr die Reihenfolge der Punkte definiert, stellt euch das Objekt so vor, als ob es euch zugewandt wäre. Also sollte jedes Dreieck-Primitiv, das euch zugewandt ist, gegen den Uhrzeigersinn definiert sein. Das Gute daran ist, dass die tatsächliche Winding Order bereits bei der Rasterisierung berechnet wird, also nach dem Vertex-Shader. Die Eckpunkte werden dann aus der Sicht des Betrachters gesehen. Alle Dreieckspunkte, die der Betrachter dann vor sich hat, sind in der korrekten Winding Order, wie wir sie angegeben haben. Die Punkte der Dreiecke auf der anderen Seite des Würfels allerdings werden nun so gerendert, dass ihre Winding Order umgedreht ist. Das Ergebnis ist, dass die Dreiecke, die uns zugewandt sind, als nach vorne gerichtete Dreiecke und die Dreiecke auf der Rückseite als nach hinten gerichtete Dreiecke gesehen werden. Das folgende Bild zeigt den Effekt. Also wir haben hier die Kamera und wir sehen jetzt hier das Dreieck, das uns zugewandt ist.
Und da haben wir schon die Winding Order 1, 2, 3. Also in dem Fall wäre das gegen den Uhrzeigersinn. Und damit können wir dann halt erkennen, dass uns das Dreieck zugewandt ist. Und bei dem hinteren Dreieck wäre dann die Angabe 1, 2, 3. In dem Fall wäre das dann mit dem Uhrzeigersinn. Und damit wüssten wir, dass es ein Dreieck, das nach hinten gerichtet ist, also ein Backface ist. Also nochmal, in den Vertex-Daten hätten wir die beiden Dreiecke gegen den Uhrzeigersinn definiert, das vordere Dreieck als 1, 2, 3 und das hintere Dreieck ebenfalls als 1, 2 und 3. Aus Richtung des Betrachters wird das hintere Dreieck jedoch im Uhrzeigersinn gerendert, wenn wir es vom aktuellen Standpunkt des Betrachters aus in der Reihenfolge 1, 2, 3 zeichnen. Obwohl wir das hintere Dreieck in der Reihenfolge gegen den Uhrzeigersinn angegeben haben, wird es nun im Uhrzeigersinn gerendert. Und das ist genau das, was wir wollen, um nicht sichtbare Flächen zu kalten, also zu verwerfen. Zu Beginn haben wir gesagt, dass OpenGL in der Lage ist, Dreiecksprimitive zu verwerfen, wenn sie als nach hinten gerichtete Dreiecke gerendert werden. Da wir nun wissen, wie wir die Reihenfolge der Punkte festlegen können, können wir damit beginnen, OpenGLs Funktionen oder Optionen Face Culling zu verwenden, die standardmäßig deaktiviert ist. Die Würfeleckpunktdaten, die wir sonst verwendet haben, wurden nicht mit Blick auf die gegen den Uhrzeigersinn gewundene Reihenfolge definiert, also seht ihr jetzt hier rechts die aktuelle Variante. Um das Face Culling zu aktivieren, müssen wir nur die OpenGL-Option GL Cull Face einstellen. Also das machen wir wieder mit GL Enable und als Option GL Cull Face. Und ab diesem Zeitpunkt werden alle Flächen, die keine Frontflächen sind, verworfen. Derzeit sparen wir 50% der Leistung beim Rendern von Fragmenten, aber beachtet, dass dies nur mit geschlossenen Formen wie einem Würfel funktioniert. Wir müssen das Face Culling wieder deaktivieren, wenn wir zum Beispiel die Fenster oder Gräser zeichnen wollen, da deren Vorder- und Rückseiten sichtbar sein sollten. Wenn wir nun in den Container hineinfliegen, sehen wir im Inneren, dass keine Rückwände vorhanden sind. Und das ist genau der gewünschte Effekt des Cuttings. Also ganz links sehen wir den Würfel und wir gehen jetzt ganz langsam näher und befinden sich im dritten Bild ganz rechts, eigentlich innerhalb des Würfels. Und ja, wir sehen halt nichts, weil wir die Rückseite ausgeschnitten haben. In OpenGL können wir auch die Art der Fläche, die wir verwerfen wollen, ändern. Was ist, wenn wir die Vorderseiten und nicht die Rückseiten ausblenden wollen? Und das können wir durch den Aufruf von GL Cull Face definieren. Und diese Funktion, also Cull Face, hat dabei drei mögliche Optionen, zum Beispiel GL Back, das heißt, es werden nur die Rückseiten entfernt, Front entfernt dementsprechend nur die Vorderflächen. Und Front and Back verwirft sowohl die vorderen als auch die hinteren Flächen. Der Anfangswert von GL Cull Face ist immer GL Back, also das ist der Default-Wert. Neben den zu kallenden Flächen können wir OpenGL mit GL Front Face auch mitteilen, dass wir lieber rechts drehende als links drehende Flächen als Frontflächen bevorzugen. Und der Standardwert ist GL CCW, was für eine Anordnung gegen den Uhrzeigersinn steht. Und die andere Option ist CW, die offensichtlich für die Anordnung im Uhrzeigersinn steht. Als einfachen Test können wir die Winding Order umkehren, indem wir OpenGL mitteilen, dass die Vorderflächen nun durch eine Anordnung im Uhrzeigersinn statt gegen des Uhrzeigersinns bestimmt werden. Wir aktivieren also das Culling, sagen, dass die Rückflächen verworfen werden sollen, aber definieren die Front Faces mit GLCV, also clockwise. Das Ergebnis ist dann, dass nur noch die Rückseiten gerendert werden, wie ihr hier rechts seht.
achtet bitte, dass ihr den gleichen Effekt erzeugen könnt, indem ihr die Vorderflächen mit der Standard Winding Order gegen den Uhrzeigersinn gekaltetet. Wie ihr seht, ist Facecutting ein großartiges Werkzeug, um die Leistung der OpenGL-Anwendung mit minimalem Aufwand zu steigern. Ihr müsst allerdings im Auge behalten, welche Objekte tatsächlich vom Facecutting profitieren und welche Objekte nicht gekalt werden sollten. Am Ende schauen wir uns noch ein Beispiel an, was man damit nun machen kann. Schauen wir nun in das Innere der Box. Dazu werden wir zuerst die Rückseiten zeichnen und anschließend die Vorderseiten mit etwas Transparenz in bestimmten Bereichen. Diesen Effekt könnte man verwenden, um beispielsweise in das Innere von Objekten zu schauen. Zuerst zeichnen wir die hinteren Dreiecke. Dazu kallen wir die Frontfaces und rendern die Szene. Also hier nichts Spannendes, Enable Cullface, dann Cullface Font und wir binden wieder das VAO, die Textur und zeichnen dann das Objekt. Anschließend kallen wir die Backfaces und rendern den Container erneut. Und wir machen das Ganze, damit wir sicherstellen können, dass wir keine Probleme mit dem Blending und dem Tiefentest haben. Andernfalls könnten die vorderen Faces zuerst gezeichnet werden und damit die hinteren verworfen werden. Also hier GL Cullface, GL Back und dann alles ganz normal wie gehabt. Die Model Matrix wird aufgesetzt und ja, wir zeichnen dann das Objekt. Und anschließend disablen wir wieder das Cutting. Im Fragment Shader sollen die Flächen wie üblich texturiert werden. Wenn wir es aber mit einem Fragment des Front Faces zu tun haben, wollen wir, sofern die Farbe der Textur sehr hell ist, dieses Fragment weiß oder halbtransparent zeichnen. Also weiß und halbtransparent zeichnen. Überprüfen also, ob GL Font Facing wahr ist, das ist dann eine eingebaute Boolean, und ob die Länge des RGB-Vektors größer als 0,95 ist. Das heißt, falls das der Fall ist, haben wir es mit einer sehr hellen Farbe zu tun und beachtet dabei, dass das nur eine Art Vorführung ist und ich euch damit nur zeigen möchte, was man damit machen kann. Es liegt ja natürlich an euch, sinnvollere Implementierung zu entwickeln. Und wenn ihr das Programm nun kompiliert, seht ihr, dass die vorderen Faces an bestimmten Stellen halb durchsichtig sind und man dann hineinsehen kann. Gut, das war's für heute und wie immer, falls ihr Fragen zu der Vorlesung habt, schreibt sie bitte in das Forum, wir werden sie dann so schnell wie möglich beantworten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.